Friedenstunnel-Freundinnen, liebe Friedenstunnel-Freunde. Wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu unseren Friedensklängen im Friedenstunnel. Ein Song in Corona-Zeiten online. Das ist ja ein ganz besonderes Format und ich freue mich, dass heute wieder zwei ganz tolle Musiker zu uns gekommen sind, die etwas spielen werden, nämlich Sigrid Lieger und Dieter Weichel. Wir sind uns ja vertraut, ihr wart schon mal im Tunnel und wir haben das große Glück, heute zwei ganz besondere und sehr ungewöhnliche Instrumente hören zu dürfen. Man sieht es hier schon, ein Alphorn und eine Shakuhachi. Das sind ganz besondere Instrumente, die uns in eine ganz andere Welt entführen lassen. Und das Tolle ist, dass mit diesen beiden Instrumenten jetzt ein Lied gespielt wird, das heißt das schlafende Einhorn. Und ich bin ganz gespannt und werde wach bleiben, um zu horchen, dass Einhorn schlafen bleibt. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Freude und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Strudel,
Sleighbells und Schnitzel mit Noodles. Wild goons that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Die rauschen vorbei, aber die Musik des Friedens spielt weiter. Eure Klänge waren immer wieder wunderbar zu hören. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und finde es toll, dass ihr da wart und möchte zum Abschied wieder eine Friedenstexttafel vorlesen. Nämlich jetzt gerne diese hier, die ist von Papst Franziskus. Eine Haltung der Offenheit in der Wahrheit und in der Liebe muss den interreligiösen Dialog mit den Angehörigen der nichtchristlichen Religionen kennzeichnen. Trotz der verschiedenen Hindernisse und Schwierigkeiten, besonders der Fundamentalisten auf beiden Seiten. Dieser interreligiöse Dialog ist eine notwendige Bedingung für den Frieden in der Welt und darum eine Pflicht für die Christen und auch für die anderen, Religionsgemeinschaften. Das hat Papst Franziskus gesagt, ein Text, der sicherlich leicht so mal eben zu verstehen ist und über den wir nachdenken dürfen. Sie dürfen sich das Video nochmal anhören. Und ich freue mich auf unsere Friedensklänge nächste Woche und sage Tschüss!